Eimer drüber stülpen. Da war nichts mehr mit Stülpen. Nee. Das Ding kam raus wie nichts anderes. So. Scheiße! 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 Und immer hier unter der Fontäne. Scheiße! Weiß ich, ob wir einfach zu blöd sind, irgendwas falsch machen oder? Gleich wieder an. Gleich wieder an. Und hopp. So, da kommt da was an. Lecker braunes Wasser. So, Herr Hoffmann, bitte. Hier kommt die Einheit, man kennt sie beinbei. Bevor sie einreist, beginnt die Beißzeit. Fishing Team Highlight. Fishing Team Highlight, der Norden ruled. Yeah. Kein Kommentar bitte, ja? Einmal mit Profis arbeiten. Und ihr bereut es jetzt wahrscheinlich, dass wir die Kamera jetzt eben nicht schon laufen hatten. Das kommt aber raus, wenn man als Laie mehr oder weniger. Kannst du ruhig Amateur sagen. Als Amateur eine Wasserpumpe anreißt. Ich hatte den Deckel nicht drauf und dann kam es hochgeschossen. Ja, und auch kein sauberes Wasser. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Arbeitseinsatz. Aber nicht nur Arbeitseinsatz. Niklas und ich wollen heute noch Zwergwäse verhaften, die dann auch zubereiten. Aber erstmal wollen wir hier ein bisschen wirken. Ja, und jetzt muss ich erstmal neue Klamotten anziehen. Also manchmal ärgert man sich ja wirklich darüber, dass man nicht rechtzeitig die Kamera anhat. Ja, wir versuchen jetzt einfach erstmal die Schnecke mit Wasser zu füllen, damit wir überhaupt gucken, kommt da unten was an, kommt da ordentlich Schlamm raus. Weil solange wir nicht wissen, dass das Ding auch sich innen drin dreht, brauchen wir hier auch gar nicht mit Strom anfangen. Dafür ist Frank heute da, um zu gucken, ob wir hier auch Strom wieder gelegt bekommen. Ja, aber wir sehen alle aus wie Sau. Ja? Soll ich ausmachen dann? Yeah. Klasse in Studio. 5 Grad. Wunderbar. Prost. 5 Grad zu 30 Grad. Du siehst auch nach Arbeit aus. So. Da geht auch Feldschluss hin. Ja, geht auch Feldschluss hin, ja. Niklas, da hast du aber auch nicht was geschafft hier, wa? Ja. Ja, aber ich denke, so passt das ja ganz gut. Ne? Wir haben ja einen ganz klaren Deal mit Micha. Ne? Und dazu gehört das auch, nicht nur unser eigenes Seeareal zu pflegen, sondern auch ein bisschen das benachbarte, zwar hier von dem großen Raubfischsee. Und ja, wie ihr sehen könnt, hier einfach ein bisschen der Parkplatz freigeschnitten, so dass ihr, wenn ihr hier ankommt mit euren Autos, dass ihr nicht im hohen Gras steht, gerade jetzt bei den Temperaturen vielleicht auch manchmal nicht ganz so gut. Und auch, dass ihr hier einfach die Chance habt, natürlich ein bisschen lang zu gehen oder auch so ein paar Einbuchtungen habt, ja, wo ihr stehen könnt, wo ihr ansitzen könnt. Weil es gibt ja nicht nur große Hechte hier in diesem Gewässer, sondern auch noch andere große Fische. Manche davon würde ich zum Beispiel gar nicht an der Angel haben wollen, weil die so groß sind. Okay. Aber wir kümmern uns jetzt um die Kleinen, oder? Jo. Niklas, soll ich es den Zuschauern jetzt sagen? Oder beichten? Also ehrlich gesagt, das ist schon krass, oder? Das ist schon ein bisschen gemein, ne? Aber ich glaube, wir kriegen Ärger. Ich glaube, wir kriegen Dislikes, wir kriegen negative Kommentare. Wenn wir es so machen, wie es ist. Aber ich glaube, wir hauen es lieber jetzt raus, weil sonst gibt es am Ende irgendwie Ärger. Ja. Also, es geht ja heute nicht um den europäischen Flusswels, es geht um den Zwergwels. Ja, wir wollen Zwergwäse fangen. Niklas und ich haben tierisch Bock auf Zwergwels, Catch and Cook. Niklas hat sich jetzt schon erprobt, er hat ja letztens irgendwie einen halben Müllsack voll Zwergwels gefressen. Aber es war super lecker. Und ich habe ja mit Sabrina hier auch so ein paar aus der Glut gegessen. Also wirklich tierisch lecker. Und das Ziel ist heute wirklich, ein paar schöne Zwergwäse verhaften, die dann lecker zubereiten und ja, einfach einen schönen Abend zu haben. Wir sehen aus wie Sau, aber ich denke, das ist euch auch scheißegal. Auf geht's. Achso, ich habe noch eine coole Überraschung für euch. Wir werden heute erfolgreich sein. Hast du gleich schon deine Küche mitgebracht? Ja, aber deswegen würde ich sagen, wenn wir das schon her schleppen, dann müssen wir heute auch was zu essen kriegen, ne? Niklas, ich habe auch keine Lust zu angeln. Du angelst heute. Oha. Bin sauer. Ja? Wegen diesem dreckigen Kack, der hier
schwarz geangelt hat und dann auch noch auf so einer ekligen Art und Weise. Ich blende euch das mal hier ein, was ich vorhin am See gefunden habe. Das ist unfassbar. Es ist nicht nur unfair, an Gewässern zu angeln, wo man nicht angeln darf. Es ist auch einfach mega unfair, auf so eine Art und Weise versuchen, Fisch zu fangen. Wenn ich den hier erwischt hätte, hätte ich eine Anzeige gekriegt, weil ich den richtig zerrissen hätte. Ich hätte dieses Ding, so wie es ist, in seinen A** reingesteckt, einmal kräftig dran gezogen und dann hätte er seine Schmerzen seines Lebens gehabt, dieser A**. So, ich glaube, du musst es ein bisschen piepen, Niklas, ne? Weil das darf man hier alles gar nicht... Aber jetzt mal, by the way, das, was du da gefunden hast, ne? Ist das was, was man so kaufen kann oder hat er sich das selber gebaut? Weiß ich nicht. Für mich sieht das aus wie selbst gemacht, aber ich weiß, dass manche Völker damit Eisangeln machen und auch damit gut fangen, aber damit reißt man hier ganz bestimmt keine Fische an einem fremden See. Also wenn ich den erwischt hätte. Also ich hoffe, derjenige guckt dazu und fühlt sich angesprochen. Ich hoffe auch, dass der auf der Wildkamera drauf ist, die hier vorne schon am Baum hängt, weil dann renne ich damit gleich zur Polizei, dann bin ich mal Spießbürger, weil sowas kotzt mich richtig an. Und ich werde auch nicht mehr so happy sein jetzt gleich, Niklas. Von daher, ich würde sagen, ich mache heute Kameramann. Du Fisch, die Zwergwese. Ja? Klingt das gut? Ja. Immer musst du arbeiten, ne? Ja. Das tut mir leid. Ne, wir gucken mal, ob wir überhaupt was kriegen. Aber wir haben jetzt hier einfach eine ganz normale Stippe. Hier, 7 Euro, 8 Euro lag bei mir noch im Keller. 0,5 Gramm Pose habe ich noch schnell bei Sigi abgeholt. Angelshop Kapune in Hannover am Steintor. Immer cool bei Sigi. Einen kurzen Schnack, da hat er immer Zeit für. Kleinen Einzelhaken, ein paar Maden haben wir noch gekriegt. Dann gucken wir mal, ob wir ein paar Zwergwälse hier überlisten. Und dann bereiten wir die schön lecker zu, oder? Ja, also Pfanne ist noch nicht heiß, aber wir haben ja, wie gesagt, alles mit dabei. Von daher... Wird bei den Temperaturen eh schnell heiß. Von daher. Erstmal müssen wir welche fangen. Ja, du, ich drück dir diese... Kannst du mit so einem langen Ding umgehen? Ja, warte mal. Okay. Also vom Durchmesser ist das für mich ungewohnt, muss ich sagen. Ja, aber ansonsten mit den langen Ruten an sich... Ich glaube, das ist immer ganz gut. Na gut, aber wir wollen ja jetzt hier auch nicht zu zweideutig werden. Ne? Also ja. Es ging ja hier nur um die Route gerade. Ja, worum, meinst du, hat jemand was anderes gedacht? Nö, nee. Aber ich. Okay, gut, alles klar, ciao. Da vorne. Nur so ein kleiner Schlenzer. Ja, nur so ein kleiner Schlenzer und auch nicht richtig ausgebleicht, wie du gerade siehst. Du, wer fängt, hat recht, so sagt man. Ne? Ja, ne? Da. Oh ja, guck mal hier. Da kämpft einer. Da kämpft einer, das Ding unterzukriegen, ne? Ja. Da. Du sagst, wann ich ansetzen soll. Jetzt. Niklas, du sollst Zwergwälse fangen. Ey, das ging jetzt aber auch rucki zucki, ne? Und jetzt fängst du mit so einer Boje eine schöne Finca. Und die Pose war noch nicht mal unten. Oh, schön die Hände nass machen und dann... Geiler Fisch. Schöner Fisch, Niklas. Petri. Petri. Oh, makellos, ne? Ja, schnell zurück bei den Temperaturen. Ja. Ja, während Domme mit 5 Gramm... 0,5. Sag ich ja. Ganz sensibel bin ich hier mit Modell Hafenkran unterwegs. Ne, die uralt Forellenpose, ich sag mal bestimmt auch 20 Jahre alt. Und ich habe extra einen großen Haken genommen, damit wir hier nicht die kleinen Rotfedern kriegen. Ja, hat funktioniert. Petri. Niklas, lieber eine Nummer feiner. Hm? Ja? Ja. Warte, ich kümmere mich um deine... Und zum Mais? Hafenbirne da. Hier, Hafendirne wollte ich schon sagen. Oder lass liegen. Ist quasi meine Route jetzt. Er kann sogar mit beiden gleichzeitig. So, ich wette, die geht sofort unter. Die 0,5er hier. Oder ich habe gerade mit dem Tinker-Tinker-Drill alle klar. Nee, bis. Da. Da, ich habe den Obbiss. Ja? Ja. Hier hast du Biss. Ja. Oh, siehst du. Also wenn das mit den Zwergwälsen nichts wird, dann... Erstmal plötzen, ne? Erstmal plötzen, würde ich sagen. Ne? Ja, astreiner Biss, Pose geht unter. Jawohl. Also wenn auf einen Verlass ist... Der erste Zwergwels. Und dann auch noch echt guter. Das ist ein schöner, ne? Ja, also der lohnt sich auch in eine Pfanne zu hauen, ne? Oha, so, da kommt den, der Fisch da. Ja. Den erlösen wir schnell. Wie ein kleiner Waschbär. Ja? Wie einen kleinen Waschbär hast du ihn nochmal sauber gemacht für uns. Genau, schöner Zwergwels. Also nochmal für unsere Einsteiger oder manche kennen den ja auch gar nicht. Nicht, dass er jetzt denkt, dass wir irgendwie so einen normalen europäischen Wels totgeknüppelt haben in der Größe. Der Zwergwels ist invasiv. Stimmt doch, oder? Stimmt. Der ist invasiv, der hat eigentlich auch nichts im Gewässer zu suchen und der verbreitet sich einfach enorm. Wir wollen ihn hier nicht im Gewässer haben, deswegen nehmen wir sowieso jeden mit. Wir sind aber auch Personen, die einfach ungerne Fische einfach irgendwo in die Büsche schmeißen. Das machen wir überhaupt nicht gerne, auch mit Grundeln nicht.
auch so ein Fisch kann verwertet werden und ein Zwergwels ist auch richtig schmackhaft. Es lohnt sich die immer zu räuchern, das haben wir früher in der Jugend viel gemacht. Heute wollen wir sie mal braten, aber was man beim Zwergwels immer sagen kann, gerade für die Anfänger, ihr habt hier in der Rückenflosse einen Stachel, das seht ihr hier glaube ich ganz gut, und ihr habt hier seitlich extreme Stacheln. Na, also ihr müsst höllisch aufpassen. Die sind jetzt nicht giftig, aber sie sorgen schon für eine gewisse Art von Entzündung im Körper. Und also wenn ihr mal richtig Zwergwels angeln wart, habt ihr am nächsten Tag auch eine lila in der Hand. Von daher immer schön vorsichtig sein. Das waren jetzt einfach nochmal die Nerven, der ist schon im Himmel. Wichtig ist, ich packe ihn immer hinter der Rückenflosse, dass er mir hier nicht nochmal reingreifen kann. Ich packe ihn hinter der Rückenflosse und mit den Fingern gehe ich unter die beiden Stacheln, dass ich ihn quasi so halte. So kann er mich eigentlich gar nicht mehr pieksen, dann kann ich ihn wunderbar abschlagen. Kehlstich machen, so wie ich es gemacht habe. Ja, und dann nehmen wir den gleich aus. Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr. Und dann werden wir eine leckere Zwergwelspfanne gleich haben, hoffentlich. Und was wir jetzt vielleicht noch sagen können zur Zubereitung, dass wir einfach die Stacheln abknipsen. Ja. Und somit dann auch, wenn man den zwischenlagert in der Tüte und dann zubereitet, dann kann man sich auch im Nachhinein nicht mehr daran verletzen. Ne? Eigentlich auch schöne Fische, ne? Total. Aber man muss halt sagen, nicht nur invasiv, sondern halt auch absolute Laichräuber. Und, die im Gewässer haben, ist nicht schön. Genau, und vermehren und verdrängen viele heimische Fische. Komm, machen wir weiter. Zack. Das gibt's dann. Ah, da ist er, wie geil ist das denn? Abendbrot. Juhu. Schau mal, kriegt jeder einen. Das ist ein eiskalter Killer, der Niklas hier. Der hat das Ding hier abgemoxt, so rucki zucki. Aber so muss sein. Fisch darf nie leiden. Ja. Der nächste Zwergwels, jetzt haben wir jeder einen. Und ich sage, es liegt an der kleinen Pose. Ja. Du darfst halt nicht mit dieser Boje angeln. Ja. Was ich beim nächsten Mal noch besser machen könnte, ist Feuer betäuben und abstechen und dann den Haken rausmachen. Ja, das man, muss, machen, man ne? muss sich auch mal Fehler eingestehen. Das Na, und hier seht ihr das. Hier, die sind ja richtig spitz. Und wenn ihr das eh dabei habt, weil ihr zum Beispiel auf Hecht angeln geht, könnt ihr die einfach abknipsen und könnt euch dann nicht mehr drin verletzen. Und das natürlich nicht einfach jetzt hier auf den Angelplatz werfen, weil alle, die hier barfuß unterwegs sind, die haben das Ding nämlich danach im Fuß. Also solange dieser dreckige von Schwarzangler, den wir hier hatten, da reintritt, dann wäre das ja richtig schön. Da würde mich richtig freuen, wenn sein Fuß sich entzündet und der amputiert werden müsste, wirklich. Ja, ja. Ja, ich bin jetzt mal gemein, das ist so. Ja, also ich sag mal, zu 100% werde ich die Pieperei, die ihr jetzt wahrscheinlich eh nicht ganz gehört habt, nicht unterstützen. Also ein Fuß muss amputiert werden, das ist nicht schlimm. Ja, ich würde sagen, einfach nicht mehr angeln dürfen. Angelschein entziehen und trotzdem den Fuß amputieren. Wirklich, ich bin richtig sauer noch. Jetzt kommt die Erfolgsmontage. Und zwar schaut euch das an. Eine und hier so eine richtig schöne dunkle. Die lag ein bisschen mehr in der Sonne. Die hat ein bisschen Tor. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das hier stinkt. Und das Ganze machen wir hier schön mit so einem kleinen Eyecatcher. Also wir Angler, wir wissen uns ja auch auszudrücken, muss man dazu sagen. Und das präsentieren wir dem Zwergwaller. Und alle, die sagen, dass Angeln ein sexy Sport ist, kann ich unterstützen. Riech mal. Nee, lass mal. Riecht nach Kaka. Kennst du den Film? Nee. Oh, ich fühle mich schon wie so ein kleiner Engländer, muss ich sagen. Oh, guck mal, gleich weggezogen. Alter, das ist ja Wahnsinn. Die ist ja gerade mal aufgekommen, oder? Ja. Hello, I'm Domme. I'm a Stipper. I'm a Stipper. Welcome from Germany. Cheers, mate. Achtung, die nächste. Das macht schon Spaß. Also kein Wunder, dass die Engländer das so feiern. Also einfach mal so ein bisschen mit einer Stippe. Vor allem, wir haben auch ein bisschen größere Fische am Platz. Also ich muss da eigentlich vorsichtig sein mit meiner Route. Ich sag mal, einen Karpfen, den würde ich jetzt hier schon merken. Schon weg, ist schon weg. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Ja. Einen Karpfen würde ich jetzt hier schon merken, aber Niklas hat eben eine Schleie gefangen, ich eine Brasse. Da. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also wir haben auf jeden Fall Fisch am Platz. Die Pose kommt auf und ist sofort weg. Oh! Also da ist aber auch wirklich ein bisschen was Größeres zwischen. Schade, dass du deinen Zwerg jetzt eben nicht bekommen hast, ne? Ja. Der wäre jetzt nochmal schön, aber. Da! Hui! Aber ich glaube. Fliegende Fische hier, das ist wie Flying Sharks. Ich glaube, dass wir gleich noch einen Zwergwels fangen. Super. So, dann wir werden das Angeln, glaube ich, gleich abbrechen müssen. Ja, zumindest werde ich entweder einen größeren Haken drauf machen müssen. Weil wir angeln ja eigentlich nur auf Rotaugen gerade. Die sind so schnell, die nehmen so eine Made in der ersten Absinkphase. So schnell ist kein Zander. Oh, oh! Oh! Das ist eine Schleie. Oder eine Brasse wieder, ne? Das ist wieder eine Brasse, ne? Wieder eine Brasse. Das ist so witzig. Oh, diese Biester hier, diese Mücken, ne? Wir werden gleich das Angeln abbrechen müssen. Wir fangen einfach zu viel Fisch. Wieder ein schöner Brassen, ne? Ja. Mmh. Brassen sollen auch gut schmecken. Sehr gut. Komm,
Am besten sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, das beste Brassenrezept, was sie kennen. So, jetzt holen wir uns noch zwei Rotfedern, würde ich sagen. Und damit ist dann eigentlich unser Catch and Cook. Catch and Cook. Sogar perfekt. Schon wieder ein Biss. Ja. Oder warst du das mit der Schnur eben? Das weiß ich nicht. Gefühlt hat man ja alle 5 Sekunden ein. Wahnsinn, ne? Ja. Also so schlecht kann es den Fischen ja nun nicht gehen mit dem Wasserstand, ne? Wenn sie echt so gut fressen. Tja, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, wir versuchen jetzt noch zwei Rotfedern zu fangen. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Und damit dann quasi das Catch and Cook abzurunden. Ja, wird natürlich was für einen hohlen Zahn, ne? Ich sag mal, Domme ja nicht mehr, aber ich bin noch stabil gebaut. Und von daher kriege ich doch mal die Rotfedern, würde ich sagen. Die Gräten, ne? Die kriege ich dann. Ja. Darfst du nochmal abnagen. Ja. Und den Kopf. So mal den Stacheln lutschen. Ach, während du gleich so schön ausnimmst, habe ich ja gerade so eben entschieden. Ja. Holst du uns nochmal. Hol ich noch 10 Zwergwälse. Ach so, ich dachte uns nochmal, wir haben nämlich noch 2 von diesen kalten Getränken im Kühlschrank. Ach, haben wir noch? Ja. Dann hole ich, glaube ich, lieber 2 kalte Getränke. Aber vielleicht kriegen wir doch noch 1-2 Zwergwälse. Ja. Ja, aber ich sag mal, wir haben ja keinen Stress, ne? Naja, außer dass es bald dunkel wird, ne? Ja. Das ist Wahnsinn übrigens, wie schnell das jetzt schon wieder dunkel wird, ne? Hat sich irgendwie gerade so an den Sommer gewöhnt. Ja. Und der Herbst naht. Ja. Echt enorm, ne? So, hat aber gereicht. Perfekt. Ja, die gönnen wir uns nochmal, ne? Jo. Das wird was, ein ganz kleiner Mini-Snack, würde ich sagen. Schmackofatz. Einhändig im Drill. Cheers, mate. Oh yeah. Ein Zwergi, so ein bisschen quer gehakt, aber egal, den fressen wir trotzdem, ne, oder? Ja, auf jeden Fall. Nicht ganz regulär gefangen? Nee. Ist uns egal. Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Ja. Tja, für alle, die sowas nicht sehen können, die gucken jetzt am besten weg. Wir zeigen nämlich jetzt mal das Innere eines invasiven Zwergwelses. Oh, ich dachte, du meinst das weg. Das weg? Genau, also wir haben diesen Zwergwels ja vor ein paar Minuten ja erst quasi gefangen. Und ich bin gerade dabei, ihn auszunehmen, um ihn gleich vorzubereiten. Und schaut mal her. Könnt ihr das hier erkennen? Wisst ihr schon, was es ist? Tada! Bei der Hitze können wir froh sein, dass es kein Popcorn wird. Ja, das stimmt. Jetzt müssen wir hier gerade mal die Mücken vertreiben. Auf jeden Fall 4 Maiskörner. Echt ordentlich, ne? Sogar mehr. 3, 4. Richtiger Vielfraß, ne? 5, 6 Stück. Wahnsinn. Naja, also da sehen wir mal, wenn die Schleien oder Karpfen nicht schnell genug sind, dann sind es die Zwergwälse, ne? Also, Maishähnchen schmeckt ja auch gut. Vielleicht auch ein Maiswälzchen, ne? Wir werden auf jeden Fall berichten. Ich würde jetzt auch meine Vertriebsbrille aufsetzen, weil es ist jetzt Werbung. Ich habe den Namen ausgesprochen, ich habe sie aber nicht dabei. Nein, ich habe Coolife angeschrieben. Die bauen ja richtig coole Wildkameras und haben auch sehr, sehr viele im Portfolio. Und habe gefragt, ob sie mal 1 oder 2 Kameras umsonst sponsoren würden, dass wir die dann auch hier mit einbauen können in den Videos, euch so ein bisschen einfach die Natur mal zeigen können, euch zeigen können, was für Tiere da vorlaufen. Und die haben natürlich sofort gesagt, wie viel braucht ihr? Ich habe gesagt 3. Coolife hat gesagt, ich gebe euch 5. Von daher richtig, richtig cool. Ich konnte es aber nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass wir jetzt hier einfach nur ein bisschen Werbung machen, weil wir den Namen jetzt auch nennen und aussprechen, sondern ich habe auch gesagt, pass auf, wir brauchen nur 3, 5 sind zwar schön, aber dann verlosen wir auch 2 Wildkameras an euch, dass ihr da auch so ein bisschen was von habt. Das heißt, ich habe jetzt hier 2 Wildkameras, die eine ist jetzt noch auf dem Weg zu mir, die kriegt dann Niklas mit, dass jeder eine hat. Und 2 Wildkameras werden an euch verlost am Ende des Videos, da kommen wir aber nochmal zu. Und ja, wir packen die jetzt einfach mal aus, Niklas. Ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt. Ich habe sie aufgeladen, wir packen sie aus. Die sind 4K-fähig, sie halten 4 aus. Ich kenne mich mit den Dingern auch noch nicht aus. Und dann werden wir die einfach mal jetzt hier im See überall anbringen und mal schauen, was uns so vor die Flinte läuft, wollte ich schon sagen. Ne? So, das Gas hört man schon rauschen. Chup! Los geht's! Und das nächste ist eigentlich ganz simpel. Während der Gasgrill heiß wird, habe ich hier ein bisschen Knofi mitgebracht. Du musst wie Tim Melzer sprechen. Wie spricht denn der? Der lispelt so ein bisschen. Echt? Wollte nicht. Oha, guck mal, der ist schon mal nix hier. Also, vielleicht gibt es auch keinen Knoblauch, aber der sieht schon besser aus. Und das machen wir jetzt wirklich ganz grob. Man könnte es auch ganz reinwerfen.
Aber wir machen jetzt hier einfach wirklich nur grobe, schöne Würfel. Weil wir wollen ja auch gleich ein bisschen Hitze drauf kriegen, damit die uns nicht direkt verbrennen. Und die sind eigentlich nur für den Geschmack. Das ist aber schon viel Knobi, oder? Ja, das ist aber... Mehr als eine Zehe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, wir haben ja auch ein bisschen Fisch dabei. Da kommen drei dran. Alle guten Dinge. Drei? Alle guten Dinge sind drei, weißt du doch. Ne? Und wie gesagt, das ist nur Geschmacksträger. Ich denke mal, für Domme, der hätte da am liebsten eine ganze drin gehabt, damit er daran lutschen kann. Ne? Guck mal, ich rieche das doch schon. Das riecht doch schon hier. Ohne das Knoblauch drin, das riecht doch schon gut. So, gucken wir mal, ob das hier schon Fuego hat. Ja, doch, geht schon los, ne? Also das ist hier schon echt flott, muss man sagen, so mit Gas am Platz. Und das Allerbeste, wir haben ja jetzt hier so ein Tischchen und alles. Das ist auch, obwohl wir heute 30 Grad hatten, alles futztrocken ist. Braucht man da kein schlechtes Gewissen haben, da kannst du wirklich nichts anzünden. Halt mal die Nase drüber, Damme. Mmh. Genau. Die legen wir jetzt nochmal zur Seite. Schwupp, schwupp, schwupp. Hier nochmal ein bisschen Wasser. Genau. Der Rest macht gleich die Hitze. Ja, sehr gut. Einer ist daneben gegangen, der will nochmal schwimmen gehen. Machen wir aber schneller. Sehr gut. Ja, also ich sag mal, man könnte die Jungs jetzt noch mal mehlieren. Ich habe auch Mehl mitgebracht. Ich würde sagen, wir lassen es und werfen die jetzt einfach hier schön rein. Die Pfanne ist knusperheiß. Knusperheiß. Riecht salzen? Gar nicht. Wird gar nicht salzen? Während Niklas jetzt hier lecker Essen zubereitet. Oh, hört er den Eisvogel? Piep, piep. Ich hoffe, der ist drauf. Also das war der Eisvogel tatsächlich. Wir haben ja hier zwei Stück. Immer so ein Pärchen. Richtig cool. Man sieht es hier eigentlich auch jedes Mal. Naja, Niklas macht jetzt Essen. Ich gucke jetzt nochmal unsere Wildkameras an. So richtig die Unterschiede habe ich jetzt auch noch nicht kennengelernt. Auf jeden Fall sieht man ja so vom ersten Blick, dass die hier noch so seitliche Scans hat. Und auch nochmal eine Lampe innen drin. Also ich denke mal, die kann einfach ein bisschen mehr. Auf jeden Fall sind beide bis zu 2,7K fähig, haben Standby-Modus bis 16 Monate. Das ist schon echt krass. Und die lösen ja, es ist ja eine Wildkamera, lösen immer nur aus, wenn sie halt Bewegungen kriegen. Das kann man auch noch einstellen von fein bis grob. IP-Stufe 67 meine ich, also auch wassergeschützt. Und das Coole ist, die sehen ja auch echt ganz geil aus. Man macht sie hier so auf, hat dann hier so ein Gehäuse innen drin. Ne? Läuft gut, Niklas, ne? Mit dem Aufmachen hier. So. Und das ist dann eigentlich hier die Kamera. Die kann man so ein bisschen einstellen, kommt halt eine kleine Speicherkarte rein, könnt da mit eurem Handy connecten. Also ich finde es cool, haben auch viele Hausbesitzer tatsächlich im Garten, dass man einfach mal so gucken kann, was da nachts durch den Garten läuft. Ja, gut, einen Einbrecher kriegst du auch drauf, das bringt dir halt nur nicht viel. Ne? Im Nachhinein, ne? Im Nachhinein, genau. Aber ich finde es halt einfach mega interessant, dass du dir das Ding dann mal irgendwie nach 3-4 Wochen hier aus dem Wald wegholst. Und dann guckst du einfach mal so ganz gespannt drauf, was hat das Ding hier aufgezeichnet, ne? Von Fotos bis Kamera. Wir werden natürlich Videosequenzen aufnehmen, weil wir wollen halt einfach mal ein paar Tiere in der Wildnis hier beobachten. Schreib mal in die Kommentare, was wir auf jeden Fall sehen werden. Das ist es. Was denkst du? Ich sag Waschbär. Waschbär habe ich hier auch schon gesehen, ja. Ich sag auf jeden Fall Nutria. Ja. Otter und vielleicht? Ich sag auch, ja, Otter weiß ich nicht. Otter wäre schon stark. Otter wäre stark. Eigentlich total kacke, aber Otter wäre stark. Ein Reh werden wir sehen. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und ich habe auch ein bisschen rumgesponnen schon, da es jetzt ja bald im August wieder viel auf Waller geht. Man schläft im Zelt, man kriegt einen Live-Biss nicht mit, aber wenn ich die auf die Route ausrichte und die Route einmal richtig krumm geht, müsste das Ding ja wirklich einen Live-Biss aufnehmen. Das wäre ja auch richtig cool. Ja, wir werden die auf jeden Fall oft einbauen, hier die Q-Live-Kameras. Und ihr dürft ja wie gesagt auch zwei gewinnen und damit das so ein bisschen fair ist, wird auf jeden Fall eine Kamera nur jemand von den Kanalmitgliedern gewinnen.
Wir haben jetzt knapp 50 Mitglieder, die monatlich 1,99 zahlen, glaube ich, dann noch so ein schönes Abzeichen hinten dran haben. Und damit die einfach ein bisschen extra belohnt werden, wird eine Kamera nur an Mitglieder verlost und die andere wird unter allen Kanalabonnenten verlost. Ganz wichtig, ihr müsst natürlich Kanalabonnent sein, das kontrollieren wir schon. Und dann werden die euch direkt von Coollife nach Hause geschickt. Ja, also das machen wir nicht, das machen die. Und haben so knapp einen Warenwert von 100 Euro. Könnt ihr am Garten verwenden, beim Angeln, whatever. Die entscheidende Frage, die lautet, wie viel Maiskörner waren jetzt in dem Zwergwelsmagen drin? Ich glaube, Niklas hat sie gezählt. Wenn nicht, sieht man sie ja und kann selber zählen. Schreibt sie in die Kommentare unter der richtigen Lösung. Ja, werden wir dann mit dem Losverfahren, werden wir zwei Leute rauspicken. Einmal Kanalabonnent, einmal Kanalmitglied. Und dann habt ihr auch so eine schöne Coollife-Kamera. Wir werden sie auf jeden Fall, wie gesagt, öfter jetzt einbauen. Und ihr werdet sie heute nicht zum letzten Mal sehen. So, der Herr. Das Essen ist angerichtet. Ist du brown, kriegst du brown. Oh, guck mal. Da hat er mir sogar noch extra Knovi-Zehen mit draufgelegt. Ja, klar. Du bist doch so ein kleiner Schmackofatz. Mhm. Also, ich muss ja sagen... Ach komm, da wollen wir uns doch mal hier servieren an Jury. Wollen wir uns doch jetzt hier mal hinsetzen. Ja? Mach mal den Nielsen mit mir. Nee, warte mal, wir waren das nochmal. Oh, wie hieß er denn? Ist auch egal, der macht immer so. Thomas, wie hieß er denn? Ihr wisst es, ihr schreibt es mal in die Kommentare, ja. Bei der Küchenschlacht. Also ich sag mal so, optisch ein schönes gelungenes Bild. Man sieht dezent die Kruste. Finde ich ja optisch auch immer schön und auch geschmacklich natürlich. Röstaromen sind immer wichtig. Ja, sagen wir mal so, sieht appetitlich aus. Die Frage, ob es jetzt auch schmeckt ohne Salz, ne? Oder? Das wollen wir jetzt sehen. Wie soll ich da jetzt reinbeißen? Na klar. Einfach so? Nö. Aber du kannst da mal so an der Seite dir was... Oder du fummelst dir erst was gerade zur Seite und dann sagst du, wie das schmeckt. Im Zweifel kannst du das ja rausschneiden. Heiß, aber... ne? Guck mal, das ist doch nur die Haut hier, ne? Ja. Die isst du ja nicht, ne? Ich würde die essen. Echt? Ja. Die Haut? Klar, die ist auch am geschmackvollsten. Aber die ist ja nicht entschuppt oder so, ne? Ne, aber die brauchst du nicht entschuppen. Probier das jetzt hier einfach mal. Das ist aber der Stachel, ne? Nee. Ne? Ich dachte, die Stacheln hast du abgemacht. Ja, die habe ich abgemacht, aber der Knochen war nicht. Das kannst du ja so gar nicht abpulen. Da musst du mal einfach hier wie so ein Rippchen. Ja. So nämlich. Schmeckt überhaupt nicht gut, ehrlich nicht. Ne? Dann probiere ich jetzt auch mal. Probier mal die weißt Rippen. Du warum? Nee. Da fehlt einfach wirklich Salz. Salz und Pfeffer. Ja, siehst du. Aber schmeckt, aber was ist denn das für ein Vieh hier? Das schmeckt aber wirklich. Die Haut schmeckt gut, die ist so knusprig, aber. Siehst du? Schmeckt wie Hühnchen. Also ist schon ein feiner Fisch. Ich kann mir vorstellen, da kannst du richtig tolle Dinge draus machen. Beim nächsten Mal. Aber ich bin auch so ein Salzfreak, weißt du? Ja, beim nächsten Mal ich das Salz mit, da denke ich. Ich übersalze sowieso einfach alles. Das ist auch nicht gut, aber. So, jetzt dann fehlt es halt hier, mach ne? Mach nochmal schnell die Rotfeder. Ja. Und dann esse ich auch. Dann muss ich auch noch hetzen. Sind die entschuppt? Ja, die sind entschuppt. Ja? Ja. Die habe ich ja mit Sabrina letztens schon gefuttert. Und habe da auch sagen müssen, dass Plötzen richtig lecker sind. Also, jetzt hier die Bauchdecke nicht. Aber hätte ich auch wirklich nicht gedacht. Aber Plötzen. Schmackhafter Fisch. Verstehe ich gar nicht, warum man die so wenig isst. Zander mögen die auch, ne? Mhm. Und wir mögen Zander. Der Osa, Chris, der isst auch immer gern Bratplötze. So, komm, jetzt lass mich mal essen hier. Ja, ist gut. Ja, weg hier mit den Zuschauern. Das schmeckt gar nicht. Mhm. Okay. Ja, noch einen Stachel gefunden. Mhm. Direkt da die Grätte erwischt. Mhm. Du musst ja jetzt sagen, also das Knusprige, du warst ja der Koch. Also das Knusprige ist gut. Und der Rest ist voll neutral, ne? Mhm. Und guck mal, jetzt ist auch richtig knackig hier hinten. Aber hier drin, das Fleisch, das war, was du meinst, ne? Das ist ein bisschen Salz. Ja, es ist geschmacklich, ist es 1A, ne? Es ist ein bisschen wie Hühnchen oder auch wie normaler Wels. Also man kann sich echt vorstellen, da wirklich von den Zellen. Ja, guck mal, ja, schon super, ne? Kriegst du so abgenagt. Ja. Also es ist auf jeden Fall kein Fisch, der es verdient hat, dass man den in die Hecke schmeißt. Ach, so schlecht finde ich mir nicht, nee, dass es schmeckt. Also man kann ihn wirklich schon echt cool zubereiten. Ja. Vielleicht zu Hause mit ein bisschen Gewürze oder auch wirklich mal räuchern, kann man echt empfehlen. Ne? Hier eine kleine Rotfeder. Und dann würde ich jetzt mal hier das abmachen. Die Rückenflosse. Hast du nicht letztes Mal sogar den Rogen gefuttert vom Wels? War richtig gut. Der Rogen war gut? Mhm. Vor allen Dingen im Verhältnis super große Eier.
Beim Fisch. Ja, ja. Boah, schmeckt ich hoffe doch. Ey, das ist doch voll geil. Ja? Guck mal, das ist also einfach wie so eine Sache. Guck mal, kannst du ja auch mit den ganzen Knochen uns essen. Ja, ich merke schon, du bist ein richtiger Bushcraft. Ey, das ist wirklich meins. Na gut, du hast da noch eine ganze Pfanne. Ich fahr zu Meckes nachher. Ja, alle die, die uns kennen oder auch nicht kennen, ich bin eigentlich ja immer mit Kai unterwegs und wir nennen uns Catch and Clean. Das allerbeste ist aber, wenn Domme und Catch and Clean unterwegs ist, gibt es immer Fisch. Heute hatte ich wirklich gar keine Zweifel, dass wir am Fisch scheitern. Aber was ist Catch and Clean? Kommt uns gerne mal auf unserem Kanal besuchen. Warum ich jetzt aber hier die Ansprache mache, am 3.9. findet der Catch and Clean Day statt. Gerne mal, wie gesagt, bei uns gucken, was das ist. Grundsätzlich wird aber in Niedersachsen, NRW und in Bayern der Catch and Clean Day von den Anglerverbänden unterstützt. Wenn du dort im Verein organisiert bist, guck doch mal gerne nach auf der Vereins-Homepage oder frag in deinem Verein nach, ob ihr am Catch and Clean Day teilnehmt. Am 3.9. heißt es angeln und schnappt euch den Müll, den ihr am Wasser findet, packt den in euren Kescher, packt den hier in unsere Catch and Clean Mülltüten, die heute zweckentfremdet werden, aber normalerweise ist da Müll drin, wie da vorne zum Beispiel. Und ja, wir würden uns freuen, dann natürlich eure Fänge und gleichzeitig auch euren Müll zu finden oder zu sehen, indem ihr das zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal vom Fishing Team Highlight oder bei uns verlinkt und mal zeigt, was Verantwortung am Wasser bedeutet. Ja, und wir freuen uns sehr, sehr immer mit Domme und Flo unterwegs zu sein und euch zu zeigen, dass ja, zum Beispiel auch invasive Fischarten funktionieren. Und das ist auch ein Teil dessen, der ganzen Philosophie, und zwar Verantwortung zu übernehmen, aber auch den Fisch wirklich zu respektieren. Niklas ist noch am Mampfen. Jetzt geschmeckt, ne? Total. Also mir hat es jetzt auch nicht geschmeckt, aber die Plötzen fanden wir sogar beide am besten. Ja. Ja. Überraschend, ne? Ja, also ich glaube, mit Stergrills kannst du echt coole Dinge machen. Ich weiß, dass die geräuchert ein Traum sind, das weiß ich von früher. Und da kannst du das geräucherte Fleisch auch schön mit Frischkäse, bisschen Meerrettich, einfach mal so eine Paste draus machen und dir schön aus Brot schmieren. Das ist auch mega, mega cool und zu empfehlen. Lecker. Aber schau mal, wie so ein Aal, ne? Mhm. Kannst du wirklich perfekt abknuspern. Ja. Aber die Plötzen waren echt lecker, ne? Ja. Also ich kann mir das echt gut vorstellen. Mal so eine richtig schöne Bratplötzenpfanne. Ist schon cool, ne? Das ist das Allerbeste. Bei uns im See kein Problem. Nee, aber wir brauchen noch ein paar größere, ne? Naja, sei es drum. Wir hatten eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Schaut bei Niklas vorbei. Catch and Clean Day ist auch am Start. Bei Catch and Clean auf Instagram einfach mal abchecken. Ja, lasst bei uns auch gerne tolles Feedback da. Denkt an das Gewinnspiel. Kurz die Maiskörner abzählen, die im Magen waren. Einmal unten kommentieren, dann könnt ihr halt diese schöne Kamera gewinnen, die wir jetzt gleich noch anbringen werden. Und ansonsten, ja, Daumen nach oben, Kommentar da lassen, Kanal abonnieren. Niklas, hat Spaß gemacht? Hat mal wieder sehr Spaß gemacht und dafür, dass es so eine kurze, spontane Aktion eigentlich heute war, mit einem wirklich geruchsintensiven Start und auch gleichzeitig sehr erfrischenden Start, muss ich sagen, hat ja einfach wieder Spaß gemacht und schon toll irgendwie zu sehen, was wir für Chancen hier mit dem Gewässer haben. Ja. Aber andererseits muss man auch an der Stelle so eine kleine Triggerwarnung geben. Es ist schon eine Riesenackerei und wir machen das noch nicht mal so richtig häufig und haben Glück, dass das auch so alles funktioniert. Ne? Ja. Ja. Würdest du sagen, du freust dich auf die Dusche? Definitiv, weil wenn ihr Domme sehen könntet, würdet ihr ihm nämlich auch definitiv eine Dusche empfehlen. Die Füße sind noch nass, seine von der Cargohose, die Seitentaschen ebenfalls. Und dann ich habe jede Menge Sand im Schritt, ja. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Okay Leute, macht's gut, haut rein. Jetzt haben wir genug gesabbelt.